check that out. Lieber ist und die Bewegung echt wirklich schön langsam und vernünftig sind natürlich auch schneller. Und dann machen wir noch einmal einen kurzen Durchlauf durch die Goros. Das kann man natürlich auch alles in der Geschwindigkeit einstellen, so dass man ein bisschen schneller. Und was auch sehr cool ist, ihr könnt bei der Firma Steinicke Showtechnik euch das entsprechende SSL-File für DMX-Software runterladen, sodass ihr da nicht groß selber konfigurieren müsst, sondern ihr ladet es einfach bei denen auf der Webseite runter unter dem Moving Head PAS 280. Und dann könnt ihr das ganz einfach in euer Programm einpflegen und dann habt ihr da sofort alle Funktionen mit allen Icons und das ist eigentlich ein total super Service, wie ich finde. Ja, kommen wir nun zu Kanal 7. Dazu muss ich erst nochmal ein Gobo einstellen. Nehmen wir mal das. Da kann man das, glaube ich, ganz gut sehen. Hier kann ich das Gobo an sich noch positionieren und drehen. Was ich aber auch machen kann, ich kann es in sich nochmal rotieren lassen. Natürlich schneller, langsamer, vorwärts sowie rückwärts. Was auch wirklich ein super Feature ist, wenn ich da irgendwas einstellen möchte für meine Bühnenshow. Da kann ich sowas auf jeden Fall sehr cool machen und natürlich auch mal schnell. Kommen wir nun zu Kanal 8 vom PAS 280. Da könnt ihr sehen, das ist ein Dreifach-Prisma. Und was ganz cool ist, das zweite Gobo, hatte ich euch ja gerade gesagt, dass es noch eine Special-Funktion hat. Und wenn ich jetzt den Kanal 7 auch noch ein bisschen hochdrehe, könnt ihr sehen, ja, das positioniert sich. Aber ihr könnt sehen, die Gobos an sich rotieren auch nochmal. Sodass das natürlich einen richtig coolen Effekt macht. Und das geht aber leider nur bei dem Gobo-Rad auf Kanal 6. Aber ich finde es ein sehr schönes Feature und macht auf jeden Fall einen coolen Effekt, wenn die sich die Gobos in sich auch nochmal drehen. Wenn wir jetzt zum Beispiel noch eine schöne Farbe nehmen oder so, dann sieht das Ganze natürlich schon direkt wieder noch ein bisschen besser aus. Und ja, kommen wir zu Kanal 9 vom PAS 280. Das ist eigentlich nur der Autofokus, wo ich quasi die Schärfe einstellen kann. Von halt komplett unscharf bis scharf. Dann haben wir noch den Kanal 10, wo ich halt einmal den Shutter anmachen kann, zumachen kann und halt aufmachen kann. Oder halt so Strobo-Funktionen immer schneller werdend und oder so pulsierende Sachen, also das kann ich auf dem Kanal machen. Genau. So, dann machen wir wieder an. Dann haben wir Kanal 11. Kanal 11 ist eigentlich auch ganz einfach erklärt und schnell erklärt. Wir haben hier einfach nur den Dimmer, wo ich die Helligkeit einstellen kann. Dann kommen wir nun zu dem nächsten Kanal, Kanal 12. Hier habe ich eine Iris drauf, sodass ich quasi den Lichtstrahl kleiner machen kann. Was, wie ich finde, auch ein cooler Effekt ist. Sodass ich halt kleiner, genau, ja, kleiner und größer werden machen. Größer einstellen kann vom Lichtkegel. Dann kommen wir nun zum nächsten Kanal, der Kanal 13. Was auch wirklich ein noch cooles Feature ist. Das ist ja eigentlich ein Spot-Moving-Head, aber FutureLight hat sich da was ganz Tolles gedacht. Und die haben einfach mal so eine Art Wash-Spiegel vor die Linse gepackt. Und ich zeige euch das Ganze jetzt mal. Und dann könnt ihr sehen, dann wird das ganze Bild nicht mehr so spotartig, sondern mehr Wash-mäßig. Was ich wirklich ein cooles Feature finde, weil wenn man natürlich sich jetzt überlegt oder entscheiden muss zwischen Wash und Spot, kann man natürlich auch das Ding nehmen, weil das natürlich gleichzeitig ein bisschen Wash ist und auch ein bisschen Spot. Und wenn man dann noch eine entsprechende Farbe hat, dann sieht das Ganze eigentlich auch schon so ein bisschen cool aus. Und dann kann man natürlich auch die breite Masse da beleuchten. Und das ist halt auch auf Kanal 13. Ja, auf Kanal 14 habt ihr eigentlich nur so
Die Funktion halt, wie ich ja vorhin schon sagte, dass ihr zum Beispiel die Lampe via DMX ein- und ausschalten kann oder halt auch die ganzen Motoren und ganzen Goboräder halt zurücksetzen. Ja, dann haben wir noch Kanal 15. Auf Kanal 15 ist einmal der Panfine 16-Bit. Braucht man natürlich auch, wenn man schon so ein Mittelklasse Moving Head hat. Und natürlich auf Kanal 16, auf dem letzten Kanal, einmal das Tilt. Ja, was wäre ein vernünftiger Test und Check ohne einen Vergleich? Und deshalb habe ich jetzt einfach mal einen Visi-Spot rausgeholt, um euch mal ein bisschen den zu vergleichen. Und so mein erster Eindruck sagt mir schon, dass das schon ein bisschen von der Leistung des Visi-Spots bin ich echt begeistert, weil der fast mithalten kann mit dem PAS 280. Okay, also ich würde mal auch so sagen, dass der ungefähr so bei 200 Watt Lichtoutput liegt beim Visi-Spot. Und somit natürlich nicht ganz so hell ist wie der PAS 280. Wir werden jetzt uns mal angucken, wie die so im Farbvergleich abschneiden. Als erstes werden wir mal den PAS 280 mit Rot machen und dann mal daneben den Visi-Spot in Rot setzen. Und ich muss hier sagen, also bei mir sieht es so aus, also ich würde eher sagen, dass der Visi-Spot hier einfach das kräftigere Rot liefert als der PAS 280. Also da hat der Visi-Spot eindeutig die Nase vorne. Gut, gehen wir zur nächsten Farbe. Das ist ein Blau. Hier wiederum muss ich sagen, hat der PAS 280 wieder die Nase vorne, weil das einfach hier kräftiger bei dem rauskommt als beim Visi-Spot. Kommen wir zur nächsten Farbe. Das ist einmal Grün. Und hier auch wieder der PAS 280, der hier mit dem Grün noch ein bisschen besser besticht und da auch ein bisschen die Farbe ein bisschen kräftiger ist. Aber gut, ich sag mal, wir vergleichen natürlich jetzt hier auch ein bisschen, haben natürlich auch einen ganz schönen krassen Vergleich. Wobei ich sagen muss, dass der Visi-Spot bisher eigentlich recht gut mithalten kann. Und ja, kommen wir zur nächsten Farbe. Einmal Gelb. Ja, da ist natürlich der Visi-Spot auch wieder ein bisschen dunkler, weil natürlich da die 50 Watt natürlich schon ein bisschen was ausmachen, aber er kann auf jeden Fall gut mithalten. Kommen wir zur nächsten Farbe. Dieses Pink. Ja, ist beim Visi-Spot ein bisschen dunkler, wobei das aber auch an der Farbe liegen kann. Hier hat natürlich dann auch wieder der PAS 280 die Nase vorne. Nochmal ein Gelb. Ja, ist wahrscheinlich Orange. Ja, es soll mehr so ein Orange sein. Wobei ich hier das Orange von dem Visi-Spot ein bisschen besser finde. Ist zwar ein bisschen dunkler, aber ich finde es irgendwie von der Stärke der Farbe irgendwie ein bisschen schöner. Wobei das auch immer alles Geschmackssache ist. Kommen wir zur nächsten Farbe. Diesem UV. Und ich muss sagen, hier hat der Visi-Spot doch ein ganz klein wenig die Nase vorne von der Intensität der Farbe her. Ja, das war mein Test und Check zum Future Light PAS 280. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und als Fazit am Ende zu sagen, ist eigentlich ein sehr schöner Mittelklasse Moving Head von Future Light. Was ich natürlich ein bisschen negativ finde, ist, dass der Moving Head so schwer ist, aber das haben natürlich alle größeren Moving Heads so an sich. Preislich liegt er auch in der Mittelklasse schon, also auf jeden Fall nicht mehr Einsteiger Moving Head, sondern auch ganz klar schon Mittelklassen Moving Head. Und im Vergleich zum Visier hatte er natürlich ganz klar die Nase vorne, weil natürlich der Visi ja auch zum Beispiel nur halb so viel kostet wie der PAS 280. Also man könnte für zwei Visi-Spots einen PAS 280 kaufen. Also von daher hat er da natürlich ganz klar die Nase vorne. Wobei bei einigen Farben, muss ich sagen, war der Visi-Spot intensiver von den Farben her. Und ja, ihr könnt natürlich
falls ihr noch Informationen haben möchtet zu dem PAS 280, findet ihr dies auf der FutureLight Homepage. Ich werde euch unten nochmal einen Link posten, wo ihr dann einen Link oder einen Link findet zur FutureLight Homepage. Und ja, ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr könnt mich natürlich auch gerne abonnieren, wenn ihr möchtet. Und natürlich Kommentare unten posten und den Mag ich-Button drücken. Und mich natürlich und wie immer am Ende, practice and enjoy. Check that out.